Hi, liebe Leute, ich bin's mal wieder, Marc von Biking TV und Velo Total. Ja, und heute ist ein Thema, das betrifft uns alle, die so ein bisschen mehr Action wollen als normale Trails, also Bikeparks. Und Was ist denn der größte Fehler, den Leute im Bikepark machen, der zu Stürzen führt? Ich möchte das Ganze jetzt mal kurz erzählen aus meiner Sicht, als Fahrtechnik-Trainer, der da schon viel gesehen hat. Jetzt direkt am Anfang, schreibt doch mal rein, was habt ihr denn schon an Stürzen miterlebt? Entweder also als Unbeteiligter von anderen Leuten, die ihr gar nicht kennt, oder von eurem Freundeskreis. Und ich meine jetzt Stürze bei Sprüngen, Gaps oder ganz schwierigen Downhill-Strecken. Was habt ihr da schon gesehen, erlebt oder was habt ihr selber schon zu spüren bekommen? Also schon selber Stürze gehabt. Und konntet ihr jetzt auf diesen, ja, auf welchen Fehler konntet ihr das zurückführen? War es Unkonzentriertheit oder war es wirklich dieses Ding, dass man sich vielleicht überschätzt hat? Habt ihr so nachher schon mal Reue gespürt, also Motto, hätte ich doch heute das eine North Shore Gap doch mal gut sein lassen? Ich habe schon so viel geschafft an dem Tag, aber ich musste ja unbedingt noch mich beweisen. Wie kam es zu euren Stürzen oder zu denen von euren Kumpels oder Bekannten? Und ich werde am Ende des Videos noch Fahrtechnik-Tipps bringen. Also da habe ich schon zwei schöne Videos. Manche werden sie vielleicht schon kennen, aber viele auch noch gar nicht. Der größte Fehler, der zu Stürzen führt, im Bikepark, und ich kann sagen, ich habe so viele Stürze schon im Bikepark gesehen, weil ich oft da bin als Fahrtechniktrainer. Die Leute, die ich in meinen Kursen habe, in Privatkursen oder Gruppenkursen, die habe ich ja großen Einfluss drauf, was die machen. Also da kann ich das Sturzrisiko sehr minimieren. Restrisiko ist immer da, aber da passiert eigentlich so gut wie nie was. Aber Leute, die da im Bikepark gerade fahren und man ist da gerade an der Strecke und man sieht immer wieder die Stürze, man hört immer wieder, wie es knallt. Wo man dann richtig mal zusammenzuckt. Und ja, was ist denn der größte Fehler, der dazu führt? Es ist nicht immer ein Grund, aber wenn man das jetzt mal so statistisch sehen würde, meine These ist die, dass die Leute einfach zu schnell, was ihr Level angeht, also die Progression von ihrem Level, zu schnell Dinge fahren, die noch nicht in ihrem Level sind. Wo eigentlich noch am Fundament, an der Fahrtechnik, an der Routine und so weiter noch mehr Sicherheit, noch mehr Routine einfach da sein sollte, wird trotzdem schon auf Strecken gegangen, wo ja schwierige Hindernisse oder technischere Passagen kommen. Das heißt, viel wird dann auch über Geschwindigkeit kompensiert. Also das funktioniert auch oft, dass Geschwindigkeit, mangelnde Fahrtechnik einfach dann kompensiert in Kombination mit einem richtig guten Bike, was viel wegfedert, was auch viel verzeiht. Ja, aber irgendwann rächt sich das, gerade wenn man dann müde wird im Laufe des Tages oder wenn man in die Situation kommt, dass man in der Gruppe ist und vielleicht auch aus zweifelhaften Motiven Sprünge macht, Gaps macht, Drops macht, die man eigentlich jetzt vielleicht erstmal nicht machen sollte oder wo man sich erst nochmal rantasten sollte, weil aber die anderen in der Gruppe, die das gleiche Level haben, das schon gemacht haben, fühlt man sich dann gezwungen. Also der größte Fehler ist es wirklich, zu schnell, zu selbstbewusst, zu risikofreudig zu werden, obwohl man noch gar nicht das Level hat. Und ich kann jetzt sagen, wer mir nicht glaubt, dann geht mal auf pinkbike.com, das ist eine kanadische Seite. Und da gibt es mal jeden Freitag die selbst eingeschickten Sturzvideos. Und da werdet ihr sehen, da fragt man sich mal, was ist da los. Aber wie viele Leute da Dinge machen, die sie noch längst nicht machen dürften. Und deswegen gibt es immer wieder Drops mit Stürzen, immer wieder Gaps, viel zu weit gesprungen, viel zu kurz gesprungen. Genau, das heißt, das ist echt haarig anzugucken. Und ich habe das alles im Bikepark schon häufig live gesehen. Gerade wenn man mal ein Video dreht, dann ist man irgendwie 2 Stunden in einer Location oder drei. Und dann merkst du auch, oh mein Gott, was passiert da? Und du siehst schon Leute auf Sprünge zu fahren. Zum Beispiel Whip-Off-Sprung im Slopestyle, wo du denkst, warum fährt der jetzt diesen Sprung? Der war doch schon die ganze Zeit bei den kleineren Sachen schon, sah der nicht sehr routiniert aus. Viele Leute haben ja auch nicht genug Zeit und nicht genug Übung. Weil sie zu Hause nicht diese Rampen haben. Aber wenn sie dann im Bikepark sind, wollen sie direkt dann alles klären. Genau. Also nochmal, mach diesen Fehler nicht, sondern taste dich Stück für Stück ran, film dich selber, versuch wirklich richtig Pilot immer zu sein, nicht Passagier. Verbessere dein Fahrkönnen auf allen Ebenen, auch in der Finesse, auch im Balance, Gleichgewicht, technisch. Alles zahlt sich auch nachher in den schnelleren Bereichen und Sprüngen und so weiter aus. Bau dir eine kleine mobile Rampe oder im Garten oder dass du wirklich eine richtige Routine bekommst beim Springen. Beim Springen, wenn du schon merkst, läuft ganz gut, dann kannst du auch in der Luft immer mal kurz was machen. Also mal kurz den Lenker einschlagen oder ein bisschen zur Seite gucken, dass du in der Luft mal was Aktives machst,
um ja, dieses Pilotfeeling zu bekommen und nicht immer so dieses, ich springe und dann hänge ich irgendwie steif und warte und hoffe gerade zu landen, sondern das nennt man Air Awareness, also dieses Gefühl in der Luft zu haben, man kann was machen in der Zeit und dann wieder vor der Landung das Lenkrad wieder gerade stellen. Genau, das sind meine Tipps. Zieht euch Protektoren an, tastet euch ran, lasst euch nicht unter Druck setzen, fahrt für euch und im Zweifel auch mal sagen, nee, den Sprung mache ich heute nicht. Jetzt noch die anderen Tipps, Fahrtechnik und so weiter. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr so an Stürzen schon hattet im Bikepark oder was ihr da schon gesehen habt. Wo du sagen kannst, ich habe hier eine Liste mit 4 Punkten und da muss an jedem Punkt ein grünes Kreuz dran. Und das muss abgecheckt sein. Da muss sagen, okay, go, da kann man sich rantasten und die Mutprobe Will ich geben. Das? Will ich diesen drauf springen? Kommt die Motivation von mir von innen? Habe ich da Bock drauf oder ist das vielleicht so ein bisschen der Gruppendruck? Ist das vielleicht, sind das vielleicht Motivationen, die von außen an dich herangetragen werden und die nicht von innen kommen? Und wenn du da sagen kannst, jo, ich will das, ich habe da richtig Bock drauf, grüner Haken. Nächster Punkt in der Liste wäre, kann ich das? Das kann man eigentlich beantworten, auch dass man sagen kann, habe ich sowas schon mal gemacht? Also kann ich Drops in der Höhe oder habe ich einen gemacht, der war vielleicht so ein Stück niedriger? Und man muss sich sicher sein, kann ich das? Und nicht irgendwie Experimente machen, dann landet man bei MTB-Fail-Video. Deswegen zweiter grüner Haken, bei kann ich das, habe ich sowas schon mal gemacht. Der dritte Punkt wäre wirklich, was du abchecken musst, kann ich das jetzt? Also wie ist deine Tagesform? Also kann ich das jetzt? Wenn da ein grüner Haken kommt, das Gefühl ist gut, die Tagesform ist gut. Nächster Schritt und da wäre zu sagen, ist der Stress handelbar? Weil wenn du jetzt einen Drop in der Höhe gemacht hast oder in einer Location, die du noch nie gemacht hast und du hast diesen Stress, diese Angst, dann musst du gucken, wie groß sind diese Blockaden, wo du drauf zufährst und sagst, nee, traue ich mich jetzt doch nicht. Und wenn du merkst, du hast 5-mal angefahren und du merkst, der Stress ist so groß, du bist auch so verkrampft, fühlst dich gar nicht locker und dann merkst du, ich kann es jetzt nicht, ich kann es zwar generell. In Bikeparks haben wir das Thema Drops sehr häufig und im Vergleich zu den Drops, die wir in unserem Enduro-Video gezeigt haben, sind das jetzt Drops meistens aus Holz. Das heißt, mit einem sehr blinden Absprung und das ist vom Kopf her eine ganz, ganz schwierige Angelegenheit. Wichtig ist natürlich wieder, dass Basic-Techniken sitzen, bevor man sich irgendwelche Dropkanten ja, herunterschmeißt, weil die Gefahr sonst da ist, dass das Vorderrad einfach absackt und man über den Lenker geht. Sprich, ein Manual-Impuls sollte sitzen und man sollte auch schon genug Drop-Wiederholungen an Bordsteinkanten, Kanten im Wald oder so gemacht haben. Wie hier im Bikepark Winterberg im Übungsparcours ist es schön, wenn man sich Schritt für Schritt herantasten kann. Das heißt, erst einen kleinen Drop, den man gefahrlos meistern kann, auch wenn man vielleicht den Impuls zu schwach setzt, dass man nicht sofort über den Lenker geht. Und dann kann man sich Schritt für Schritt steigern. Im Übungsparcours oder auf verschiedenen Strecken gibt es genug Drops, wo man dann die Höhe langsam steigern kann. Es gibt mehrere Varianten bei Drop-Techniken und wir möchten uns auch mehrere jetzt anschauen. Wichtig ist, je nach Geschwindigkeit, Neigung der Landung, wie lang ist das Gap zwischen Absprung und Landung bei dem Drop, ist es wichtig, situativ zu entscheiden, welche Technik man anwenden muss. Eine ganz sichere Bank ist eigentlich immer ein Manual-Impuls, weil der schon mal verhindert, dass das Vorderrad absackt. Also fährt man den Drop erstmal kleinen Drop normal an, das heißt in der zentralen Grundposition, Geschwindigkeit schnell genug. Kurz vor der Kante geht man in tiefe Haltung und dann schiebt man impulsartig den Lenker nach vorne, die Arme strecken sich. Dadurch vermeidet man, dass das Vorderrad absackt. In der Flugphase kommt man wieder zentraler, Arme und Beine werden wieder gerade, um das Fahrwerk auszufahren, dass man dann in der Landung den Aufprall abfedern kann. Wenn man einen Drop zum ersten Mal springt, kann es sein, dass man so ein bisschen herantasten muss. Vielleicht ist beim ersten Mal, dass das Vorderrad ein bisschen zuerst aufkommt, beim zweiten Mal vielleicht das Hinterrad ein bisschen zuerst aufkommt. Das kann man einfach dann sich herantasten. Wichtig, wenn ihr den Manual Puls nutzt für einen Drop, das könnt ihr wie gesagt an Bordsteinkante oder an Bushaltestellen, wo die Kante höher ist, machen, dass ihr, wenn ihr den Lenker nach vorne wegschiebt, kommt euer Körperschwerpunkt ein bisschen nach hinten, dass ihr dann wieder zentral kommt, dass ihr euch nicht in der Landung quasi auf den Hinterreifen setzt. Wenn ihr den Drop jetzt schon häufiger gesprungen seid mit dem Manual Impuls, können wir jetzt auch verschiedene Techniken angehen. Eine zweite wichtige Technik wäre die, wenn man sehr schnell anfährt. Das heißt, das Grundtempo, zum Beispiel weil es schon steil bergab vorher geht, ist sehr hoch. Dann müssen wir keinen richtigen Manual Impuls setzen. Da reicht es zum Beispiel jetzt bei dieser Technik, dass man schnell anfährt und dann, wenn das Vorderrad über die Kante rollt, die Arme leicht kurz streckt. Durch die Geschwindigkeit ist es eh schon so, dass das Fahrrad in eine natürliche Flugkurve geht und das Vorderrad nicht sofort tief absackt. Eine dritte Variante ist die, wenn man zum Beispiel zu langsam ist oder wenn man ein bisschen Airtime haben will, vielleicht damit man in der Luft ein bisschen stylen kann oder so,
dass man aktiv abspringt. Das heißt, ähnlich wie in einem Bunnyhop ist die Bewegung, natürlich vom Bewegungsumfang nicht ganz so hoch, weil man ja kein großes Hindernis überwinden muss. Das Timing leitet man relativ früh ein und springt dadurch ab. Könnt ihr an dem Drop, den ihr vorher schon gut getestet habt, gut anwenden. Eine weitere Variante beim Droppen, was ihr auch an dem Drop, an dem ihr jetzt schon die ganze Zeit geübt habt, machen könnt, ist es, dass man, wenn man relativ schnell ist und man möchte nicht die Landung überfliegen, einen Pre-Hop macht. Das heißt, ein gutes Stück deutlich vor der Kante schon einen kleinen Bunny-Hop zieht, sodass man dann ziemlich früh in der Landung wieder aufkommt. Natürlich eine fortgeschrittene Technik, dann muss der Bunny-Hop sitzen und das Gefühl für Distanzen sollte auch schon da sein, weil sonst die Gefahr besteht, dass man mit dem Hinterrad doch noch an der Kante hängen bleibt. Sehr beliebt ist diese Technik beim Racing, wo die Airtime recht gering sein soll und man sehr flach springen will, um dann wieder schnell Bodenkontakt zu haben. Ihr könnt in euren Übungsdrops dann auch anfangen, in der Luft zu stylen. Am Anfang bei normalen Drops reicht es auch schon, das Vorderrad zur Seite einzuschlagen, so ein bisschen zur Seite zu gucken. Gerade wenn ihr vielleicht mal Fotos macht oder ein bisschen filmt oder auch fürs eigene Gefühl, sieht schon deutlich mehr nach Können aus, als wenn man jeden Drop einfach nur runterplumpst mit geradem Vorderrad. Wenn ihr euren Übungsdrop sehr gut kennt, verschiedene Techniken geübt habt, könnt ihr nun an höhere Drops gehen, an weitere Drops, Schritt für Schritt steigern. Das ist für den Kopf wichtig, vergesst eure Protektoren nicht. Auch wenn ihr einen Vollhelm anhabt oder so, ist es nicht, dass ihr unverwundbar seid. Also tastet euch Schritt für Schritt heran. Und heute möchten wir mal genauer auf das Thema Doubles und Gaps eingehen. Mein Kollege Marc hat euch eben schon die Sprungtechnik im Groben erklärt. Wir möchten das Ganze jetzt etwas vertiefen. Das Ganze sieht dann wie folgt aus. Ich sollte Tables ganz sicher springen können, sodass ich die Geschwindigkeit für den Table super einschätzen kann. Auch nicht zu weit und nicht zu kurz springe. Wenn das super funktioniert, kann ich diese Technik mit auf den Double übersetzen. Sprich, ich suche mir einen Double, der ungefähr genauso groß ist wie unser geübter Table. Rolle diesen ein paar Mal an, versuche in die Landung zu schauen, gucke, wie mein Gefühl ist, ob es stimmen könnte, ob es passen könnte von der Geschwindigkeit. Und noch besser ist es, wenn man einen Kollegen hat oder sonst jemanden findet, auf den man sich verlassen kann, der einfach vorfährt, somit die Geschwindigkeit vorgibt und ich mich nicht mehr auf die Geschwindigkeit konzentrieren muss, sondern umso mehr Zeit für die Technik habe. Die Absprungtechnik nochmal im Schnellen erläutert, sieht so aus, dass ich mit der bestimmten Geschwindigkeit auf den Sprung zurolle, vor dem Sprung meinen Oberkörper über Arme und Beine gleichmäßig absenke, sodass der Oberkörper mein Fahrwerk zusammenkomprimiere. Sobald dann die Transition des Absprungs beginnt, hochzugehen, fange ich auch an, mit dem Oberkörper wieder nach oben zu gehen und somit dann mein Rad mit in die Luft zu nehmen. Man sollte nicht aus den Armen das Fahrrad nach oben reißen, sondern die Arme fungieren eher wie Seile, sodass der Oberkörper eigentlich die Bewegung vorgibt und die Arme nur wie Übertrager sind, die das Fahrrad dann mit in die Luft nehmen. In der Luft sollte ich dann versuchen, mich möglichst gerade auszustrecken, so dass ich die Kontrolle über das Bike behalte, mein Bike in der Luft zur Not auch ein bisschen nach links oder rechts bewegen kann, falls ich ein bisschen schief fliege oder die Richtung ein bisschen korrigieren möchte und mich dann auf die Landung konzentrieren. Sobald ich die Landung ordentlich einsehen kann, versuche ich mein Vorderrad in die Landung hereinzudrücken, sodass ich möglichst mit beiden Rädern gleichzeitig lande. Wenn ich während der Anfahrt feststelle, dass ich eher zu langsam oder zu schnell bin, sollte ich dagegen steuern. Also, wenn ich merke, ich bin eher zu langsam, kann ich durch noch mehr Bewegung des Oberkörpers mein Rad noch mehr in die Luft bewegen, somit noch mehr Höhe generieren, die dann auch mehr Weite generiert. Sprich, ich gehe mit meinem Oberkörper noch weiter nach unten und gehe dann noch impulsiver in die Luft, sodass das Rad noch mehr Höhe und mehr Weite gewinnt. Wenn ich hingegen eher zu schnell bin, mache ich genau das Gegenteil. Sprich, ich gehe vor dem Absprung nicht so tief und ziehe das Rad nicht so hoch raus, sondern bleibe eher in der neutralen Position stehen. Und sobald der Absprung kommt, lasse ich das Rad über Beine und Arme ein bisschen an meinen Oberkörper rankommen und federe somit den Absprung ein bisschen weg und werde dann halt auch nicht so weit fliegen und die Landung noch erwischen. Ähnlich wie beim Doublespringen ist beim Gappen die richtige Geschwindigkeit auch ausschlaggebend. Das heißt, ich möchte nicht zu schnell fliegen, die Landung nicht völlig überschießen und irgendwo im Flat landen. Ich möchte aber genauso wenig in dem Loch zwischen Landung und Absprung landen, was sehr unangenehm enden kann. Deswegen ist es wieder wichtig, die Geschwindigkeit ordentlich einschätzen zu können. Am besten suche ich mir erstmal zum Üben irgendwelche Sprünge, die kein großes Loch dazwischen haben, wo ich erst langsam drüber rollen kann, dann langsam die Geschwindigkeit steigern kann und somit merke, okay, wenn ich diese Geschwindigkeit aufgebaut habe, fliege ich 2 Meter, wenn ich etwas schneller bin, fliege ich 4 Meter weit und so weiter und so weiter. Sodass ich dann diese Technik
mit auf die Gaps übertragen kann und so dann selber entscheiden kann, wie schnell ich für einen Sprung sein muss. Am besten ist es natürlich, wenn man wieder einen Kollegen hat oder jemand im Bikepark trifft, der das Gap problemlos springen kann, sprich die richtige Geschwindigkeit hat, so dass ich entweder ihm einfach dabei zuschauen kann, von wo er losrollt, so dass man nicht mehr treten oder nicht nochmal bremsen muss, oder noch besser, dass ich ihm einfach hinterherrolle, somit die richtige Geschwindigkeit vorgegeben kriege und mich optimal auf die Technik und auf den Sprung konzentrieren kann. Im Detail sieht das Ganze dann so aus. Ich rolle mit meiner bestimmten Geschwindigkeit auf den Absprung zu, konzentriere mich darauf, neutral abzuspringen, sprich in der Grundposition stehen zu bleiben, nicht irgendwie nach hinten zu resultieren oder mit meinem Oberkörper zu weit nach vorne zu gehen. Sobald ich mich in der Luft befinde, versuche ich die Landung anzuvisieren. Ähnlich wie beim Doublespringen kann ich auch beim Gappen die Weite des Sprungs noch ein bisschen beeinflussen. Wenn ich merke, ich bin eher zu langsam, ziehe ich mein Rad ordentlich aus dem Absprung raus, was wieder durch Verlagerung des Oberkörpers geschieht. Das heißt, ich gehe möglichst tief mit meinem Oberkörper und dann, sobald das Gap kommt, mit meinem Oberkörper impulsartig nach oben, nehme so das Rad wieder mit in die Luft und generiere so etwas extra Höhe. Hingegen wieder, wenn ich zu schnell bin, rolle ich in der neutralen Position auf den Sprung zu und sobald der Sprung folgt, drücke ich das Rad sofort nach unten in Richtung Landung, sodass ich nicht zu weit fliege. Also nochmal kurz zusammengefasst, wenn ich Doubles oder Gaps springen möchte, sollten Tables und Drops ganz sicher sitzen. Im nächsten Schritt sollte ich dann mit kleinen Gaps und kleinen Doubles beginnen, mich nicht direkt völlig überschätzen, sondern mich Stück für Stück, Treppenstufe für Treppenstufe, weiter nach oben tasten, bis hin zu riesengroßen Gaps, die über Straßen gehen, oder riesengroßen Doubles, wo man dann auch ordentlich Tricks machen kann.